Hallo und herzlich willkommen zum Videotraining Was ist das Dashboard genau? Um dich in dein Dashboard einzuloggen, gehst du einfach auf deinen Blog und klickst auf Anmelden. Bei manchen WordPress-Themes steht da statt Anmelden einfach Login. Nun kannst du deine Admin-Login-Daten eingeben und dich in dein Dashboard einloggen. Die Zugangsdaten bestehen aus einem Benutzernamen, zum Beispiel Admin, und einem Passwort. Diese hast du selbst festgelegt, als du deinen WordPress-Blog installiert hast. Eine andere Möglichkeit, sich einzuloggen, ist die eigene URL. Hinter deinem Domain-Link schreibst du ein Slash, dann wp-admin und auf Enter klicken. Jetzt befinden wir uns im Dashboard. Das Dashboard ist dein Administrationsbereich, um Einstellungen vorzunehmen und Inhalte zu erstellen. Das Dashboard ist in drei Bereiche unterteilt. Oben in der schwarzen Leiste befindet sich die Toolbar. Wenn du keine Toolbar siehst in deinem Dashboard, dann liegt es meistens daran, dass du noch nicht die aktuellste WordPress-Version installiert hast. Das kannst du immer an einer Meldung sehen, die unterhalb der Toolbar erscheint. Der zweite Bereich befindet sich auf der linken Dashboard-Seite. Das ist die Navigation zu den Optionen und Einstellungen. Der dritte Bereich deines Dashboards ist die Arbeitsoberfläche. Hier siehst du zum Beispiel, ob es neue Kommentare gibt. Die Toolbar bietet dir die Möglichkeit, schnellere Wege zu gehen, zum Beispiel um einen neuen Artikel zu verfassen, einen neuen Benutzer, zum Beispiel einen Gastautor hinzuzufügen und so weiter. In der grauen Sprechblase kannst du sehen, ob es Kommentare gibt, die auf deine Überprüfung warten. Die sich kreisenden Pfeile geben dir eine Meldung darüber, ob es wichtige Updates gibt für deinen Blog. Meistens handelt es sich um Updates für deine Plugins. Dann kannst du über deinen WordPress-Blog-Namen auf die Seite switchen, um aus der Leserperspektive auf den Blog zu schauen. Ganz links, wo das WordPress-Logo steht, hast du Schnelllinks. So kannst du schneller zum offiziellen WordPress-Forum switchen, um nach Lösungen zu suchen oder eine Frage zu stellen. Zudem gelangst du zum Feedback-Formular von WordPress, wobei du zwecks Problemen und so weiter dich nicht an WordPress wenden brauchst, weil er selten geantwortet wird. Ist auch verständlich, denn es sind aktuell 60 Millionen Gratisnutzer. Dafür gibt es die WordPress-Foren und natürlich unseren eigenen All-WordPress-Club. Die Toolbar bleibt stehen, wenn du auf die Frontseite wechselst. Das erleichtert dir die Arbeit ungemein. Zum Beispiel entdeckst du einen Fehler, dann kannst du direkt in die Artikelbearbeitung gehen und deinen Artikel verbessern. Und du kannst sofort von der Hauptseite aus in dein Dashboard zurückgehen. Ganz oben rechts in der Ecke des Dashboards kannst du dein Admin-Profil bearbeiten. Du kannst dir auch eine Admin-Info erstellen, wenn du geschäftlich bloggst. Das ist sehr zu empfehlen. 5 bis 6 knackige Sätze über dich, deinen Webseitenlink und echten Namen. Sobald du deinen Namen eingibst, abspeicherst, dann kannst du anstatt Admin deinen Namen auswählen, der als Blogartikelverfasser erscheint. Für die persönliche Marke ist das sehr empfehlenswert. Zurück zum Dashboard gibt es oben rechts die Funktion Hilfe. Du kannst hier schnelle, allgemeine Informationen vorfinden, wenn du zum Beispiel nicht weißt, was mit Plugin gemeint ist. Für Beginner ist das eine sehr gute Hilfestellung.
Daneben sehen wir den Button Optionen. Hier kannst du per Häkchen entscheiden, was dir im Dashboard angezeigt werden soll. Du kannst auch einstellen, ob die Dashboard-Arbeitsoberfläche in mehreren Spalten dargestellt werden soll. Das Navigationsmenü befindet sich auf der linken Seite. Jedes Menü hat auch ein Untermenü, das sich öffnet, sobald man mit der Maus drüber fährt. Wenn du mehr Platz haben willst auf dem Bildschirm, dann kannst du das Navigationsmenü einklappen. Dann siehst du statt Optionsnamen nur noch Icons, also kleine Bildchen. Wenn du mit der Maus rüberfährst, dann erscheinen ebenfalls die Untermenüs. Du kannst auch sehr leicht die Positionen der Dashboard-Boxen umplatzieren, um zum Beispiel die wichtigeren Boxen nach oben zu schieben. Platziere deine Maus in die Boxleiste, dann erscheint ein Kreuzcursor. Jetzt nur noch mit der linken Maustaste gedrückt halten und zum Wunschplatz ziehen. So kannst du das Dashboard individueller gestalten, so wie es für dich am besten passt. Manche Dashboard-Boxen haben in sich noch weitere Optionen und Möglichkeiten. Du kannst in der Box letzte Kommentare direkt reinarbeiten. Mit der Maus unter den jeweiligen Kommentar fahren und jetzt erscheinen weitere Optionen wie Bearbeiten und Antworten. Du kannst direkt auf einen Leserkommentar antworten, ohne das Dashboard zu verlassen. Je größer dein Blog wird, umso besser werden solch Erleichterungen für dich sein. Natürlich kannst du den Kommentar löschen, wenn es zu unpassend spammig verfasst wurde. Wenn du einen unangenehmen Kommentar als Spam markierst, dann kommt der Verfasser in Zukunft direkt in die Spamliste. Die Box WordPress Blog und weitere WordPress News. Kannst du auch jederzeit konfigurieren und an deine Bedürfnisse anpassen. Standardmäßig wird der WordPress RSS-Feed angezeigt. Das bedeutet, dein Blog, dein Dashboard zieht sich die aktuellsten Informationen von WordPress raus. Wenn du lieber andere Informationen ziehen willst, dann brauchst du nur in die Ecke zu gehen und auf Konfigurieren zu klicken. Und dann hast du die Möglichkeit, in diesem Bereich einen anderen Link einzugeben als Feed, beispielsweise folgenden. Senden. Und nach wenigen Augenblicken würdest du dann entweder eine Fehlermeldung bekommen, das kann schon mal passieren, wenn man den Feed vergisst. Das habe ich jetzt in dem Fall tatsächlich. Na, da muss in diesem Bereich Feed hinein. Senden. Und dann werden dir die aktuellsten Informationen von deinen Lieblingsmagazinen angezeigt. Die Box QuickPress bietet dir die Möglichkeit, ohne großen Aufwand kleine Artikel, News und Updates zu verfassen und zu veröffentlichen. Du kannst auch Bilder hinzufügen und Tags, also Schlagwörter, eingeben und diese werden deinem Leser helfen, auch ähnliche Artikel zu finden. Wenn du deinen Artikel abgespeichert hast, kannst du einfach auf Veröffentlichen klicken und prüfen, ob dieser
vorne auf der Seite, wo auch deine Besucher landen, gesehen wird. Wir hoffen, dass es dir Spaß gemacht hat. Im nächsten Videotraining geht es um Blogartikel. Wir wünschen dir maximalen Erfolg mit deinem neuen WordPress-Blog und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.